Normalerweise beginnt die närrische Zeit am 11.11. um 11.11 Uhr. Doch die Guggenmusiker der Deitzi Sauer Granaderfetzer wollten nicht mehr bis dahin warten und führten am Samstag die Guggennacht am Fetzerfest durch. Vier Gastmusiken sorgten nebst dem Granaderfetzer für heiße Stimmung in der Gemeindehalle. So kamen die Untersibersi aus Leipferdingen, die Fleckerzotzer aus Horb, die Bodenbach-Symphoniker aus Wörna und die Sauglerfugger aus Gründen nach Deitzisau. Das Recht des ersten Auftritts gehörte jedoch der Heimguggenmusik. Dirigent Jörg Zahner freute sich über eine volle Halle und versprach ein fetziges Programm. Der Einmarsch der Granaderfetzer erfolgte mit einem Lichtshow in Grün. Schon bei den ersten Takten erkannten die zahlreichen Guggenfans einen Hit aus dem Jahr 2011, Sail from Our Nation. Die rund 30 aktiven Gugger sorgten für die ersten Höhepunkte. Heiße Rhythmen und Begeisterung gab es auch bei Schrei nach Liebe von den Ärzten oder dem Ohrwurm Little Talks. Spätestens bei diesem Hit sang das Publikum lauthals mit. Die Sauglerbugger aus Künken hat ihren Namen von einer Sage, die im 30-jährigen Krieg begann. Die Sauglocke ist heute noch das Wahrzeichen von Künken. 32 Aktive zwischen 12 und 70 Jahren spielen in der Guggenmusik mit. Heidi Zimmermann ist die musikalische Leiterin und hat ihren Guggenstall im Griff. Dass Guggenmusik nicht einfach Musik aus der Tüte ist, sondern durchaus mit Orchestermusik verglichen werden kann, bewiesen die Gugger aus Köln. Sie begeistert das Publikum mit Halleluja von Leonard Cohen. Die Granaderfetzer haben die Fasnachtszeit mit ihrem Fetzerfest vorzeitig und mit einem fulminanten Guggentreff eröffnet.